Jetzt kommen wir zu dem letzten Vortrag und der hat eigentlich die Überschrift, die Gemeinde, eine Frage der Liebe. Und ich habe das überschrieben mit letzten Worten. Und das hat einen bestimmten Grund und wir arbeiten uns jetzt ein bisschen vor. Vielleicht kennt ihr Erich Fromm, ein Schriftsteller, der nicht gläubig ist. Der hat einmal gesagt, sterben zu müssen ist überaus bitter, aber der Gedanke, sterben zu müssen, ohne gelebt zu haben, ist unerträglich. Und das finde ich eigentlich ein gutes Wort. Und das ist auch ein Wort, was mich natürlich herausfordert. Wie werde ich mein Leben zubringen? Wofür werde ich eigentlich leben? Kann ich am Ende meines Lebens sagen, wenn ich einen Strich drunter gemacht habe, es war nützlich für Gott? Den könnt ihr wieder vergessen. Stefan Zweig, der hat gesagt, am Ende seines Lebens, ehe ich mit freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen. Ich grüße alle meine Freunde, mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus. Wer sich mit deutschen Schriftstellern beschäftigt, kommt nicht vorbei an Stefan Zweig, seinem genialen Buch Sternstunden der Menschheit und auch an Ernst Hemingway. Und man könnte jetzt eigentlich mal einen Vortrag halten über deutsche Schriftsteller, die sich alle das Leben genommen haben. Und sie haben sich nicht das Leben genommen, weil es ein Unfall war, sondern weil das eine letzte Konsequenz ihres Denkens war. Ernst Hemingway hat ein Buch geschrieben, Der alte Mann und das Meer. Und wenn du mal richtig depressiv werden willst, dann musst du dieses Buch lesen. Da ist ein alter Mann und er geht raus fischen. Er hat ein ganz klappriges Boot und als er draußen ist auf dem Meer, fängt er den Fisch seines Lebens. Und der Fisch seines Lebens ist genauso groß wie das Schiff und dann bindet er den Fisch an sein Boot und hat nur noch ein Ziel, er will irgendwie mit diesem Fisch wieder nach Hause in seinen Hafen kommen. Und während der Zeit, während der er zurückrudert, kommen andere Fische und fressen ihm den Fisch auf. Und als er zu Hause anlegt, legt er an mit einem Boot und einem Gerippe, was neben seinem Boot ist. Und das Buch ist ein Notschrei gewesen, wie viele seiner Bücher. Und ich frage mich immer, warum sind diese intellektuellen Leute nicht wach geworden? Warum ist ihnen keiner vor die Flinte gelaufen, der ihnen gesagt hat, ich kann dir einen Weg zeigen, wie du dein Boot mit deinem Fisch wieder nach Hause bekommst? Und das ist ja unser Vorteil, den wir als Christen haben, dass ich mit 60 oder 61 sagen kann, ich habe doch nicht umsonst gelebt. Natürlich war es Gottes Güte und es war Gottes Gnade, aber ich werde mir nicht das Leben nehmen, weil ich ein erfülltes Leben habe. Und das ist so eine Tragik, wenn wir an Stefan Zweig denken oder an Ernst Hemingway. Ein Mann wie Stefan Zweig, der so intelligent war, der so begabt war, der so begnadet war. Sie haben sich Gott verschlossen und dann waren sie so konsequent, dass sie gesagt haben, es ist konsequent, aus dem Leben zu scheiden. Und dann hat er diesen Brief geschrieben und der ist mir neulich zwischen die Finger gekommen und ich dachte, wie könnte man eigentlich besser missionieren oder eine Evangelisation machen, indem man mal über letzte Worte schreibt von Menschen, die sie von sich gegeben haben. Und das ist ja genau die Welt, in der die Leute auch leben. Sie leben in einer Welt, in der sie umgeben sind von Menschen, die gescheitert sind. Und die, die ehrlich sind, die geben das auch noch laut zu. Und wir merken den Notschrei der Leute. Sartre sagt, ich bin gescheitert. Sein letzter Satz, ich bin gescheitert. Der bekannteste Philosoph, der im Moment lebt, ist in Amerika und heißt Thomas Nagel oder Thomas Nagel. Und er hat ein Buch geschrieben, Geist und Kosmos, und das ist vor 5 Jahren in Deutschland erschienen. Und das war ein Aufschrei. Und er schreibt in diesem Buch, Freunde, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir mit der Evolutionstheorie erklären können, woher wir kommen. Das ist kein gläubiger Mann. Und er hat eine Attacke geritten. Und sein Argument ist, wir sind ja mehr als nur Materie. Das wissen wir doch. Wir haben doch eine Seele. Und wenn wir schon mühsam versuchen zu erklären, wo unsere Materie herkommt, so können wir keinesfalls erklären, wo unsere Seele herkommt, wo unsere Gefühle herkommen. Das können wir nicht erklären. Und das Buch haue ich jeden um die Ohren, der mich auf der Straße fragen würde, wo ich den Sinn des Lebens her habe. Ich sage, ihr habt einen Oberdenker, der auch noch einen deutschen Namen führt. Und der hat euch inzwischen erklärt, dass diese ganzen Theorien, die ihr heute den Kindern in der Schule lehrt, dass sie keine Antwort darauf geben, wo ihr herkommt. Und die letzte Antwort finden wir in diesem Wort. Liebe Freunde, lasst uns mehr
Überzeugungskraft entwickeln, mehr Selbstsicherheit entwickeln. Das meine ich jetzt im positiven Sinne. Wir haben ein geniales Buch. Wir haben die Wahrheit. Wir können den Leuten sagen, wer wir sind, wo wir herkommen, wohin wir gehen. Und vor allen Dingen, wir können den Leuten einen Weg zeigen, der uns vor so einem Satz bewahrt, dass wir am Ende unseres Lebens sagen müssen, ich bin gescheitert. Dann habe ich mich vergraben in diesen Thomas Nagel und habe geguckt, was hat er noch für Bücher geschrieben. Und ein Buch heißt Vom Sinn des Lebens, ein ganz kleines Büchlein. Und wisst ihr, wie dieses Buch endet? Das Buch endet mit dem Satz, wir können dem Leben keinen Sinn abgewinnen. Das Leben ist absurd. Punkt. Buchdeckel. Und ich denke, welch ein trauriger Mann. Und dann bin ich sofort ins Internet und habe gedacht, Junge, es muss doch irgendwo eine E-Mail-Adresse geben von Thomas Nagel. Vielleicht ist er auch ein Idiot. Vielleicht hat er es wirklich noch nie gehört. Und ich kann es fast nicht ertragen, dass sich Leute so outen und ihre ganze Verzweiflung nach außen tragen. Und ich sitze dann an meinem Schreibtisch und ich denke die ganze Zeit, Junge, ich habe die Antwort. Ich könnte es dir sagen, wenn du mir zuhörst. Ist es nicht herrlich, was wir in Hebräer 11 lesen? Von Jakob, das im Vers 21 steht, durch Glauben segnet Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betet an über der Spitze seines Stabes. Jean-Paul Sartre sagt, ich bin gescheitert. Jakob sagt, mein Leben war wirklich eine Achterbahn, ja, aber ich bin angekommen. Am Ende liege ich auf meinem Bett und ich ziehe die Beine hoch und ich habe meinen Stab und mein letzter Atemzug ist Anbetung. Da bin ich angekommen und genau da will Gott dich hinbringen. Unser Leben läuft ja oft genauso wie Jakob. Das ist doch nicht alles so ebenmäßig, dass wir der nachfolgenden Generation erklären könnten. Also bei mir war alles super und ihr merkt das schon, wenn ihr uns fragt und wir werden oft gefragt, ja, wie macht ihr das mit eurer Familie? Es war Try and Error. Also wir versuchen und wir haben Fehler gemacht. Aber wenn ich dann wählen könnte zwischen Jakob und Jean-Paul Sartre, dann sage ich doch lieber so ein Leben wie Jakob, was ein beständiger Weg nach oben war. Wisst ihr, und dann steht der Jakob in 1. Mose 48 vor seinem Sohn Josef und segnet seine Söhne. Und was macht er? Er kreuzt die Hände und dann kommt der Josef angelaufen und sagt, Papa, du machst gerade einen Fehler. Und was sagt der Jakob? Und da ist Jakob ein Bild von Gott. Jakob sagt, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Und da überragt der Jakob seinen Sohn Josef an geistlicher Einsicht und er weiß genau, was Gott will, dass nämlich das Minderwertige von Gott zuerst gesegnet wird. Und ich habe so einen Spaß an Jakob in der Bibel. Ich liebe ihn, auch wenn ich ihn um sein Eheleben nicht beneide. Das sind die letzten Worte und damit kommen wir zum Thema. Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Was ist das für ein Unterschied? Er sagt nicht, ich bin gescheitert oder das Leben ist absurd, sondern Jesus Christus sagt, ich habe eine Sache zu Ende gebracht, wirklich zu Ende. Ich habe einen guten Freund, der sagt immer zu mir, Klaus, du bist ein 80-20-Typ. Das Haus ist fertig gebaut, aber im Bad fehlt noch die Drückergarnitur. Also irgendwas fehlt immer. Jesus Christus ist kein 80-20-Typ. Er tut eine Sache und er kann am Ende sagen, es ist vollbracht. Und damit kommen wir zum Thema und ich möchte mit euch die letzten Worte von Josua lesen und daraus auf das Thema übergehen. Das wird jetzt wird keine Verrenkung. Eine Frage der Liebe. Josua Kapitel 23. Josua hält in seinem Leben zwei Abschiedsreden. Die eine Abschiedsrede ist Kapitel 23. Dort wendet er sich an die Ältesten, an die Verantwortlichen im Volk. Und die zweite Rede hält er in Kapitel 24 und dort wendet er sich an die Angehörigen des ganzen Volkes. Und Abschiedsreden sind immer ergreifend. Abschiedsreden vergessen wir oft nicht. Zweiter Timotheusbrief ist eine Abschiedsrede von Paulus an Timotheus. Und als ich mit 19 mein Elternhaus verlassen habe, wusste ich genau, jetzt kommt eine Abschiedsrede meiner Mutter. Die hatte den Vorteil, dass sie kurz war. Deswegen habe ich sie mir auch gemerkt und ich kann sie euch noch wörtlich wiedergeben. Sie hat gesagt, Klaus, du verlässt jetzt unser Haus. Ich bitte dich, bei allem, was du tust, denke daran,
Was würde der Herr Jesus dazu sagen? Auf Wiedersehen. Und ihr seht, dass ich es heute noch zitieren kann. Ich habe es seit 40 Jahren nicht vergessen. Vielleicht denken von euch manche, ja, das war so ein klassisches Druck ausüben von einer Frau, die jetzt weiß, sie hat keinen Einfluss mehr auf den Burschen. Das könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt. Je älter ich werde, desto froher bin ich, dass sie genau das zu mir gesagt hat. Es war eine gute Rede. Erstmal war sie kurz und sie war ehrlich. Und sie hat mich seitdem begleitet. Und ich habe sie manchmal beachtet und manchmal nicht. Und hier redet Josua. Er sagt im Vers 3, ich bin alt geworden, wohlbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gestritten hat. Passt bitte mal auf, wenn ihr es mitlest, wie es Josua gelingt, die ganze Zeit in der Rede die Aufmerksamkeit der Ältesten auf die Person des Herrn zu lenken. Wie wenig er über sich redet. Siehe, ich habe euch diese übrigen Nationen durch Los als Erbteil zufallen lassen, nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch austreiben, und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, so wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, zur Rechten noch zur Linken, dass ihr nicht unter diese Nationen kommt, diese, die bei euch übrig geblieben sind und den Namen ihrer Götter nicht erwähnt und nicht jemand bei ihm beschwört, und ihnen nicht dient und euch nicht vor ihnen niederwerft, sondern den Herrn, euren Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch ausgetrieben, und ihr, niemand hat vor euch standgehalten bis auf diesen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch streitet, so wie er zu euch geredet hat. So habet wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Dieser Vers 11 ist für mich das Thema für diese Predigt. Josua beschwört das Volk. Er redet immer wieder über Gott. Er sagt, Gott hat euch aus Ägypten herausgeführt. Was eure Vergangenheit angeht, das war Gottes Handeln. Die Gegenwart ist, dass ich euch jetzt das Land als Erbe ausgeteilt habe, und die Zukunft wird sein, dass Gott diese feindlichen Menschen vor euch vertreiben wird. Und jetzt sagt er ihnen eigentlich zwei Botschaften, und die eine Botschaft ist, wo haben wir das gelesen? Vers 8. Sondern den Herrn, euren Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt, bis auf diesen Tag. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? 1. Mose 2, Vers 24. Gott definiert in einem Satz die Ehe. Das musst du erstmal hinkriegen. So ein kompliziertes Konstrukt wie eine Ehe, eigentlich ein Unding, wenn zwei so unterschiedliche Personen ein Leben lang zusammenleben. Wie will man das noch in einem Satz beschreiben? Das gelingt nur Gott. Und er sagt in 1. Mose 2, Vers 24, ein Vers, der dreimal im Neuen Testament zitiert wird. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, Punkt 1, seiner Frau anhangen, Punkt 2, und sie werden ein Fleisch sein, Punkt 3. Und dieses Wort anhangen begegnet uns ziemlich oft in der Bibel, unter anderem hier wieder in der Rede von Josua, in Josua 23, Vers 8. Und anhangen bedeutet eigentlich im Hebräischen fest verkleben oder verlöten. Und das gefällt mir natürlich als Elektriker. Es gibt einen Vers, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den gleich finde. Ich glaube, Jesaja. Er sprach von der Lötung, sie ist gut.
Nee, Jesaja 41, Vers 7. Das ist zwar ein voll der negative Zusammenhang, weil da der Künstler gerade Götzenbilder macht, aber da steht, und der Künstler ermutigt den Schmelzer, der mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt, und er sprach von der Lötung, sie ist gut. Also wenn ihr heiratet, dann werdet ihr verlötet. Und dann gibt es kein Zurück. Das heißt, wir hängen an. Und dieser Vers, 1. Mose 2, Vers 24, ist so bedeutungsvoll, weil wir merken, das ist ein Prozess. Zuerst schaffen wir unsere eigene Identität. Wir verlassen Vater und Mutter. Und jeder, der heiratet, muss irgendwo ein Kapitel abgeschlossen haben, wo er sagen kann, ich bin jetzt meine eigene Person. Und wenn ich eine eigene Entscheidung treffe, muss ich nicht meinen Vater anrufen und meine Mutter anrufen. Ich kann das selbst. Ich kann sogar selbst für mich sorgen. Ich verdiene auch das Geld für mich, was ich brauche. Und auch, um meine Frau zu ernähren und vielleicht Kinder zu ernähren. Das heißt, so weit bin ich fertig. Das ist der äußere Rahmen. Und dann steht am Ende das eine Fleischsein, also gelebte Sexualität. Und dazwischen kommt ein Schritt und den beschreibt Gott als Anhängen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, dann wären wir uns erstmal so einig über irgendwelche Regelungen. Also bin ich eigentlich fertig, ist sie eigentlich fertig? Und dann entsteht eine Beziehung, dass man merkt, wie der andere eigentlich denkt, wie er betet, wie er reagiert. Und dann hast du schon mal die ersten Überraschungen als Mann parat. Also deine Frau reagiert ja, oder die du heiraten wirst, reagiert ja völlig anders, als du gedacht hast. Sie ist für andere Sachen fröhlich und sie ist wegen anderen Sachen traurig. Das ist so spannend, dass Gott irgendwie so unterschiedliche Menschen geschaffen hat und er sie dann zusammenbringt. Und dann sagt er, dass sie sich anhängen sollen. Die sollen sich fest verkleben. Sie bilden eine Einheit. Und das, bevor sie heiraten und ein Fleisch werden. Und jetzt gebraucht Josua genau dieses Bild, und wir finden Schritt 2 und Schritt 3 in seiner Rede wieder, genau wie in 1. Mose 2, Vers 24, und er sagt, ich möchte euch bitten, dass ihr an Gott anhängt. Ich glaube, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen einer Ehe und meiner Beziehung zu Gott. Und Gott gebraucht auch dieses Bild in Epheser 5. Vielleicht denkt ihr, das ist ja so was anderes. Den kann ich ja gar nicht sehen. Und das, was ich mit meiner Frau erlebe, erlebe ich doch überhaupt nicht mit Gott, noch nicht mal ansatzweise. Aber die Frage, die ich euch jetzt gerne stellen möchte, zum Schluss dieser Konferenz, ist es wirklich so? Wenn ihr Männer seid, dann liebt ihr sicherlich eure Frau. Wenn ihr gläubig seid, dann liebt ihr euren Herrn. Was ist eigentlich der Unterschied? Und das Erste, was hier steht in Vers 8, ist, wir hängen ihm an. Und jetzt hat der Josua natürlich diese Geschichte mit dem Volk erlebt. Er sagt ihnen ja sogar später, ihr werdet scheitern und ihr werdet auf meine Worte nicht hören. Also Josua war Realist, ja, das war kein Fantast. Er war Realist und trotzdem ist er ein echter Führer des Volkes und er gibt ihnen eine Herzensbotschaft. Und die Herzensbotschaft, die ich gerne heute an euch weitergeben will, ist, hängt an Gott. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Das ist Punkt 1. Das heißt, ich begebe mich in die Nähe Gottes. Wenn ich an einer Person hänge, dann suche ich ihre Nähe. Wenn jemand verlobt ist, dann versucht er, irgendwie in die Nähe seiner Verlobten zu kommen. Also wir haben uns im Winter verlobt, bei minus 20 Grad. Das war schon, da hat fast der Verstand ausgesetzt, aber das glaube ich, dass das nicht der Fall war. Aber wir hatten damals noch kein Auto, doch ich hatte einen Trabant, ja. Aber meine Frau hatte kein, also meine Verlobte hatte kein Auto. Und dann kam die mich mit dem Zug besuchen. Und ich weiß noch genau, wie ich in Leipzig auf dem Hauptbahnhof stand. Und es waren draußen minus 20 Grad. Und da gab es auf den Bahnhöfen so kleine Stuben mit einem Kanonenofen. Da konnte man sich aufwärmen, damit man das überlebt, ne. Und dann kommt es, wie es kommen musste, Deutsche Reichsbahn. Der Zug hat heute 40 Minuten Verspätung. Und ich stand da, die Glieder waren im Wesentlichen abgestorben, aber ich wartete ja auf meine Verlobte. Und dann kam so eine alte Frau aus dem Haus raus mit dem Kanonenofen und kam zu mir und sagte, junger Mann, Sie holen sich doch den Tod hier draußen, Sie müssen bei uns reinkommen und Sie müssen sich aufwärmen.
Und ich habe gesagt, ich friere nicht, ich merke überhaupt nichts, ich befinde mich gerade in einem anderen Energiezustand. Ich bin verlobt, und wenn man verlobt ist, friert man nicht. Man kriegt überhaupt nichts mit, man hat den Hormonhaushalt umgestellt und es ist alles völlig anders. Und dann frage ich mich, ist eigentlich meine Beziehung zu Gott auch so? Bin ich so, darf man das mal so platt sagen, einfach völlig verknallt? Macht man Dinge, die völlig unnormal sind, wo andere sagen, der Junge ist noch nicht ganz dicht? Kann man nur damit erklären, dass er verliebt ist, oder eine andere Erklärung gibt es nicht? Und Josua sagt, hängt doch an Gott. Und er geht dann noch einen Schritt weiter im Vers 11, den finde ich so liebevoll. Stell dir einen alten Mann vor, der vor dir steht. Und er sagt plötzlich zu dir, so habet wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Er sagt ihnen gar nicht mal, beobachtet die Gebote, haltet die Satzungen, sondern das A und O unserer Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung. Es ist schon leider viele Jahre her, dass unsere Kinder bei uns noch alle am Abendbrotstisch saßen und irgendwann sagte meine Tochter, Papa, ich muss morgen in der Schule erklären, was ein Christ ist. Na, ich sagte, du bist ja wirklich lustig. Ich hätte gerne von dir gewusst, was ich da sagen soll. Ja, ich sage, was weiß ich, was du da sagen sollst? Soll sie sagen, ein Christ trägt Zöpfe, hat Röcke an, geht in die Gemeinde? Also im Fall, dass es sich um ein Mädchen handelt. Ein Christ liest in der Bibel. Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Ich sage, ich gehe erst mal schlafen. Vielleicht fällt mir morgen früh was ein und am nächsten Morgen habe ich ihr gesagt, du gehst jetzt in die Schule und du sagst einfach den einen Satz. Ein Christ, das ist jemand, der eine Liebesbeziehung hat. Hey Papa, da drehen die alle durch. Und dann haben wir eine Weile drüber gesprochen und haben uns geeinigt, dass es eigentlich eine gute Erklärung ist. Christ ist nicht eine Fülle von Regeln, sondern wenn du mich fragen würdest, was der Kern meines Christseins ist, dann würde ich dir sagen, ich kenne eine Person, die mich liebt und ich liebe sie wieder. Ich habe bei meinem Elektrostudium die Spezialität Freileitungen gelernt. Und ich habe damals gelernt in der DDR, dass eine Freileitung, die Spannweiten zwischen 1 und 2 Kilometer hat, die besteht aus einer Stahlseele in der Mitte und außenrum war Aluminium. Das war für die Stromleitung zuständig. Aber die Stahlseele brauchte man in der Mitte, damit die Leitung über diese Länge nicht zerreißt. Die Stahlseele hat man aber nicht gesehen. Aber die hat der Sache Festigkeit verliehen. Die brauchte man aus statischen Gründen. Meine Beziehung zu Gott braucht einen Kern. Das sieht vielleicht nicht jeder. Aber der Kern ist nicht, dass Gott mir eine Fülle von Befehlen gegeben hat, die ich alle einhalten soll. Stell dir vor, ich bin verlobt mit meiner Frau und irgendwann treffen wir uns und sie sagt, hier, ich gebe dir mal ein Blatt Papier, das sind 44 Regeln, die hältst du bitte ein und dann können wir heiraten. Da wäre ich ja verrückt geworden. Das macht doch keiner, oder? Dass man sich hinsetzt und alles regelt, wenn man sagt, wenn man die ganzen Regeln, wenn man die alle einhalten, dann werden wir einigermaßen in Frieden am Ende ankommen, ohne uns die Köpfe eingeschlagen zu haben. Sondern in dem Moment, wo du heiratest, da denkt man wahrscheinlich sowieso viel zu wenig nach. Kann ein Nachteil sein, ja, aber es ist vielleicht auch ein Vorteil. Natürlich redet man miteinander. Wie stellst du dir das Leben vor? Wie viele Kinder denkst du so? Naja, meine Frau meinte mal 3, ich dachte auch 3. Gut, dann haben wir jetzt 6 und so. Manches kommt dann anders. Aber das stand nicht alles im Vertrag. Was weiß ich denn, ob wir überhaupt Kinder bekommen? Oder ganz viele andere Sachen. Das ist doch nicht der Kern meiner Beziehung zu meiner Frau, dass ich irgendwo ein Papier habe und da kann ich nachschlagen. Was mache ich, wenn die Zahnpasta alle ist? Wer ist für Nachschub zuständig? Das machst du nicht. Und meine Beziehung zu Gott, alles nur Regeln, alles geregelt? Nein, sagt Josua. Wisst ihr was? Ich sterbe jetzt. Und bevor ich sterbe, sage ich euch noch einen Satz. So habt wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet.
Und wenn wir das den Geschwistern in unseren Gemeinden vermitteln können, dass der Kern unserer Beziehung, die wir zu Gott haben, eine Liebesbeziehung ist, ich glaube, dann würdest du das Leben manchen Christen auf den Kopf stellen. Dann nimmst du den Druck aus dem Kessel. Und dann gibst du dem anderen auch frei, dass er vor einem Gott steht, der ihn wirklich liebt und vor dem wir nicht Angst haben müssen. Im Moment ist da so ein Buch über Gottesfurcht in aller Munde. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir nicht zu locker und zu luftig über Gott nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass wir vor Gott Angst haben sollten. Vor einer Person, die mich liebt, muss ich keine Angst haben. Und Christus liebt mich wirklich. Und es gibt keinen Zweifel daran, ob er mich wirklich liebt, denn er ist für mich gestorben. Glaubst du das? Amen. Und weil er das getan hat, hat er einen untrüglichen Beweis erbracht, dass er mich liebt. Und er erwartet jetzt von mir einfach nur Gegenliebe. Und ich fahre hier weg von der KfG-Konferenz und ich sage einfach zu Gott, ich habe verstanden, was du eigentlich von mir willst. Ja, ich werde Gemeinde bauen. Ich werde mich um Leute kümmern. Ich komme auch mal zur Ruhe. Ich möchte dir gerne dienen. Ich möchte gern dein Knecht sein. Aber über allem möchte ich verstehen, was wir eigentlich für eine Beziehung haben. Und das ist keine technische Beziehung. Das ist noch nicht mal eine Abhängigkeitsbeziehung, sondern es ist eine Liebesbeziehung. Und das ist nicht so lala und alles rosa, sondern wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er wird uns erziehen, züchtigen im positiven Sinne, indem er uns an der Hand nimmt und Dinge bei uns reinigt und korrigiert, uns auf Dinge aufmerksam macht, uns vielleicht auch mal schlägt. Und es ist trotzdem seine Liebe. Der Hiob sagt einmal, wer ist ein Lehrer wie er? Also der Herr ist auch pädagogisch perfekt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns auf solche Dinge besinnen, wie bei dieser Rede, wo das nochmal so ganz deutlich kommt und wo das auch aus dem Josua so herausbricht, indem er ihnen sagt, hängt an Gott und liebt ihn. Die Triebfeder, Gott zu dienen, muss Liebe sein. Und ich möchte euch 4 Stellen aus dem 5. Buch Mose mal als Beispiele präsentieren, wo wir erfahren, was ist eigentlich das Motiv Gottes bei seinem Volk Israel gewesen. Und interessanterweise erfahren wir das immer im 5. Buch Mose. Das 5. Buch Mose scheint ein Buch zu sein, wo Gott mal sein Herz auftut und wo er dem anderen mal sagt, warum er Dinge eigentlich macht. 5. Mose 4, Vers 37. Darum, dass er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. 5. Mose 10, Vers 15. Jedoch deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben, und er hat euch, ihre Nachkommen nach ihnen, aus allen Völkern erwählt, wie es an diesem Tag ist. 3 bezeugt Gott im 5. Buch Mose, mein Motiv, warum ich euch erwählt habe, ist Liebe. Es ist nicht Zweckmäßigkeit, es ist nicht Selbstsucht, es ist irgendwas anderes, was ihr sowieso nicht versteht, sondern das Motiv, warum Gott etwas tut, ist, dass er sein Volk liebt. Das Motiv, warum er mit dir eine Beziehung anfängt, ist, er liebt dich. Und ich glaube, wenn wir dieses tragfähige Element in unserer Beziehung zu Gott aus den Augen verlieren, dann wird unser Christsein Krampf. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr denkt, ihr müsst irgendwas machen? Nein, du musst auch nicht Bibel lesen. Du musst auch nicht beten. Aber es ist einfach so, dass zu Hause auf deinem Schreibtisch ein Liebesbrief liegt. Und ich weiß nicht, ich habe
während meiner Verlobungszeit die Briefkästen fast von den Zaunpfählen gerissen. Ja, weil ich wusste, da liegt ein Brief von meiner Braut drin. Und meine Kinder sind bis heute noch scharf drauf, unsere Verlobungsbriefe zu lesen. Und wir haben gesagt, erst nach meinem Tod. Also wenn ich Gott wirklich liebe, wenn ich ihn wirklich liebe und er sagt, Klaus, ich habe dir einen Brief geschrieben. Schon mal Zephania 3 gelesen? Lies doch einfach. Lies immer wieder und irgendwann wirst du süchtig und du kannst es überhaupt nicht mehr lassen. Und du hast so eine Freude dran. Und wo ich diesen Vers hier entdeckt habe in Josua 23, da dachte ich, ja, wie kann man den Kern meines ganzen Glaubens in einen Satz bündeln. So habet wohl Acht auf eure Seelen. Wisst ihr was? Es gibt einen Gegenspieler Gottes, und das habt ihr alle schon gemerkt in eurem Leben, und das ist der Teufel. Und er möchte nicht, dass du Gott liebst. Und deswegen sagt Josua, habe Acht auf deine Seele. Pass auf, was mit deiner Seele passiert, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet. Und wenn wir als Geschwister in Gemeinden zusammen sind und uns dazu ermutigen und antreiben und anfachen, Gott wirklich zu lieben, dann geht es, glaube ich, gut. Und ich wünsche uns das sehr. Ich wünsche mir das für meine Gemeinde und ich wünsche euch das für euch. Und für alle die, die hier Fragen haben, wie es vielleicht weitergeht zu Hause. Ich glaube, dass viele von uns auch gemeindlich Probleme haben oder an Weichenstellungen stehen. Und dafür ist vielleicht so eine Konferenz ganz gut, dass wir uns mal auf das Wesentliche besinnen und uns sagen, was ist denn wirklich der Kern? Wir haben darüber nachgedacht, dass das äußere Erscheinungsbild dadurch gekennzeichnet sein muss, dass Gott in der Mitte ist. Dann haben wir heute Vormittag den Ring enger gezogen und haben gesagt, ja, wer ist eigentlich meine Identität? Es ist Christus. Und jetzt kommt die dritte Frage, was habe ich denn eigentlich für eine Beziehung zu Christus? Was ist das denn eigentlich? Bin ich ein armer Wurm, der gestorben wäre und wo jetzt einer kommt und mich einfach irgendwie rettet, aber dann irgendwo parkt? Nein, die Beziehung, die ich zu dieser Person habe, ist eine Liebesbeziehung. Enger kann man nicht verbunden sein. Und wenn Paulus schreibt in 2. Korinther 11, dass wir mit Christus verlobt sind, dann kann man das doch nicht einfach wegdiskutieren, sondern es steht einfach in der Bibel. Gott, es ist so wertvoll, eine Liebesbeziehung zu uns zu haben. Und wenn demnächst die Entrückung stattfindet und wir kommen in den Himmel, und dann werden wir eingeladen und dann wird eine Hochzeit stattfinden und die Hochzeit betrifft dich und mich. Wir werden mit Christus vermählt. Das ist das große Ziel und da ist Christus im Himmel und er freut sich die ganze Zeit darauf. Und ab und zu fragt er uns als seine Gemeinde, habt ihr auch schon mal so prickeln in den Fingerspitzen oder freut ihr euch auch darauf? Wir werden bald den Herrn sehen und er liebt uns. Natürlich kann man sich das nicht vorstellen, mit Christus verheiratet zu sein, aber er benutzt ein Bild, was viele von uns kennen. Und ich finde, zu heiraten ist etwas sehr Schönes. Das hat mein Leben nicht auf den Kopf gestellt, aber muss ich mich vorsichtig ausdrücken? Ach, ich muss mich überhaupt nicht ausdrücken. Das ist heute mein Leben. Und ich kann mir kein Leben anders vorstellen. So ist das. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir mit Christus vermählt. Und Offenbarung 19 beschreibt diese Hochzeit. Und das ist alles Realität, das ist keine Spinnerei. Und dann sagt Christus, wisst ihr was? Ich habe mich die ganze Zeit so auf euch gefreut. Wenn jemand 2000 Jahre auf seine Hochzeit warten muss, da staut sich einiges an. Und das ist es doch ganz natürlich, dass man sich fragt, Herr, das ist mir einfach zu jämmerlich, deine Satzungen zu bewahren und deine Gebote zu bewahren. Das möchte ich gerne tun und ich weiß, dass es Grenzen gibt. Und ich weiß, dass es Dinge gibt, die gut sind und die schlecht sind. Und die schlechten möchte ich meiden und die guten möchte ich tun. Aber lass mich nie vergessen, dass ich dich liebe. Und wir haben alle Beziehungen auch zu unseren Kindern. Die sind doch nicht technischer Natur. Wir lieben doch unsere Kinder, oder? Und trotzdem verbieten wir ihnen Dinge. Wir erlauben ihnen Dinge. Wir versuchen sie zu erziehen, aber wir vergessen doch nie, dass wir unsere Kinder lieben. Und habt ihr dieses Buch gelesen vom Bibelraucher? Vielleicht ein paar von euch? Also ich mag ja solche Sensationsbücher nicht so sehr, aber das ist mir wirklich unter die Haut gefahren. Da sitzt er im Gefängnis
und er hat keine Beziehung zu seinem Vater. Und plötzlich bekommt er die Nachricht, heute wird dein Vater dich im Gefängnis besuchen. Und dann träumt er davon, einmal in seinem Leben ein anerkennendes Wort von seinem Vater zu hören. Und dann geht die Tür auf vom Besuchsraum und sein Vater kommt rein und er holt aus und er gibt ihm eine Ohrfeige und er geht wieder. Das ist doch schrecklich, oder? Und dann erlebt er, wie er groß geworden ist. Jemand erzählt ihm, dass er geboren wird und seine Mutter hat ihn aufs Feld geworfen. Und er hat gesagt, entweder du kommst um oder irgendeiner erbarmt sich jetzt über dich. Das war seine Geschichte. Ich meine, der Mann hat ja null Selbstwertgefühl gehabt. Und dann geht er zu Gott und er lernt Gott kennen und er sagt, Gott, kannst du mich überhaupt verstehen? Kannst du mir mal irgendein Zeichen geben, dass du mich liebst, nachdem er schon die halbe Bibel verraucht hat? Und dann schlägt er die Bibel auf, irgendwo in der Mitte, und Gott lenkt seinen Daumen. Und weißt du, wo er aufschlägt? Hesekiel 16. Was deine Geburt betrifft, an dem Tag, da du geboren wurdest, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten und du wurdest nicht in Wasser gebadet zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge blickte mitleidig auf dich hin, um dir eines dieser Dinge zu tun, um sich deiner zu erbarmen. Und du wurdest auf das freie Feld geworfen vor Abscheu an deinem Leben, an dem Tag, da du geboren wurdest. Da wirst du doch verrückt, oder? Und da wusste er, es gibt einen, der mich versteht. Und als ich die Geschichte gelesen habe in dem Buch und ich glaube diesem Mann, habe ich gedacht, wie groß ist eigentlich Gott? Das ist doch unglaublich. Und dann lies bitte diese Geschichte in Hesekiel 16 weiter. Dann erbarmt sich Gott über dieses Kind, so wie Gott sich über diesen Mann erbarmt hat. Und was hat der Mann die ganze Zeit gesucht? Er hat einen Menschen gesucht, der ihn liebt. Und vielleicht ist diese Botschaft so ein bisschen platt, aber wenn wir heute den Menschen sagen, Gott liebt dich wirklich, dann ist das eigentlich eine bahnbrechende Botschaft, oder? Dass Gott uns liebt und dass Gott diese Liebe beweist, indem er seinen Sohn nimmt und er schickt ihn auf die Erde und er führt ihn zum Kreuz und dann lässt er seinen Sohn von Menschen an das Kreuz schlagen und dann steht in 1. Petrus 2, dass Christus unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Das ist doch unbegreiflich, oder? Und dann kann man doch nicht eine Minute zögern zu sagen, Herr, ich möchte dich wieder lieben. Und zwar nicht nur theoretisch. Meine Frau hat nichts davon, wenn ich sie theoretisch liebe. Sondern Liebe muss ich immer irgendwie zeigen. Und Johannes 3, Vers 16 definiert Liebe und die beste Definition für Liebe ist, Liebe gibt. Immer. Liebe wird immer tätig. Und Liebe wird nie nehmen, sondern sie wird immer geben. Und genau das hat Christus bewiesen. Und genau das bringt jetzt der Josua hier zum Ausdruck, indem er uns diese Aufforderung gibt, dass wir den Herrn lieben. Und damit komme ich zum Schluss. Die Liebe ist der Kern unserer Gottesbeziehung. Gott hat uns zuerst geliebt. Die Verse haben wir schon gerade gelesen und ich möchte gerne schließen mit einem Vers aus dem Psalm 18. Lasst uns diesen ersten Vers noch lesen, weil das finde ich einfach sehr schön. Wir haben in der Bibel Bibelstellen, also ihr habt das jetzt schon gemerkt, manchmal finde ich Bibelstellen, die mich so ansprechen und die lassen mich dann nicht wieder los. Und das ist auch eine davon. Also David, den muss man nicht länger beschreiben, den Mann schließt man ins Herz und manchmal hat man ein bisschen Angst vor ihm. Aber David schreibt offenbar am Ende seines Lebens einen Psalm. Jedenfalls steht in dem Vorspann, er hat den geschrieben, an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und dann fängt er an zu schreiben und ihr müsst euch das jetzt bitte mal bildlich vorstellen, David hat wahrscheinlich 75 Psalmen geschrieben. Also 73 sind verbürgt und damit es besser aufgeht, machen wir einfach 75. Nein, es gibt noch zwei Hinweise davor, dass zwei namenlose Psalmen auch von David sind.
Also die Hälfte aller Psalmen ist von David. Der hatte immer seinen Laptop dabei und bei allen möglichen Gelegenheiten, Mensch, jetzt schreibe ich mal einen Psalm. So. Und hier, da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, er setzt sich also hin und er schreibt einen Psalm. Und er fängt an, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Jetzt ist es ja so, wenn du heute ein Buch schreibst, gehst du normalerweise zu einem Verleger. Also wir kriegen ziemlich viele Manuskripte und die meisten kannst du vergessen, aber manchmal ist auch was Brauchbares dabei. Stell dir vor, David hätte einen Psalm geschrieben, hätte den zu mir geschickt und gesagt, Mensch Klaus, ich habe einen Psalm geschrieben, was hältst du davon? Wirst du den rausgeben? Da hätte ich ihm sofort geschrieben, David, auf keinen Fall. Das geht doch mal gar nicht. Ich meine, wenn du Gott einen Psalm schreibst, dann kannst du nicht so platt anfangen mit Ich liebe dich. Das steht heute auf jedem Brückenpfeiler hier, auf der A9. Ehrfürchtig, ordentliche Anrede und dann lassen wir das noch von 4 Leuten lektorieren und dann schauen wir mal, ob das durchgeht. Der Glücksfall ist, dass er mir den Psalm nicht geschickt hat. Der ist so durchgegangen und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, wenn ich im Himmel bin und ich treffe David, dass ich ihm nochmal richtig kräftig auf die rechte Schulter haue und ich sage, Psalm 18, Sahne, der war gut. Den verstehe ich. Und ich bin so froh, dass du als Mann das hinkriegst und du gehst zu Gott und sagst, Gott, du kennst mein ganzes Leben. Du kennst den Mord, du kennst den Ehebruch, du kennst das alles. Trotzdem nennst du mich ein Mann nach deinem Herzen. Trotz all meiner Verfehlungen, trotz meiner ganzen Macken, ich möchte dir etwas sagen, jetzt am Ende meines Lebens. Und das ist für mich das Pendant zu Josua 23, Vers 11. Dann nimmt der David seinen Stift und er schreibt hin, Gott, ohne Anrede, ohne alles, ich liebe dich. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr heute Abend die Tagesschau mal Tagesschau sein lasst, euch auch nicht den Tatort reinpfeift, sondern dass ihr euch mal hinsetzt und einen Psalm schreibt. Schreibt doch mal Gott einfach, wie euch ums Herz ist. Das, was ihr versteht und das, was ihr nicht versteht. Aber vielleicht schreibt ihr eines Tages einen Psalm und ihr schreibt oben drüber, Gott, ich hab dich lieb. Ist das zu profan? Ist das zu primitiv? Ist das zu billig? Nein, ist es nicht. Und wenn du dann den Psalm weiterliest, dann kannst du mit David wirklich Berg- und Talbahn fahren. Der Psalm beinhaltet ja auch den Lieblingsvers aller Ostdeutschen. Mit dir werde ich über eine Mauer springen. Er schreibt alles, was ihm ums Herz ist. Er erzählt von seinen Niederlagen, von seinen Freuden und er endet, darum, Herr, will ich dich preisen unter den Nationen und Psalmen singen deinem Namen, dich, der groß macht die Rettungen seines Königs und Güte erweist seinem Gesalbten David und seinen Nachkommen ewiglich. Wenn wir Gott nicht lieben, dann können wir keine Gemeinde bauen. Wenn wir Gott nicht lieben, werden wir kein Christenleben leben, was unverkrampft ist und was zielführend ist. Und das sage ich mir und das sage ich euch. Und ich möchte euch so sehr einladen, wenn wir jetzt hier am Ende der Konferenz angekommen sind, lasst uns das, was wir jetzt theoretisch überdacht haben, wirklich leben. Lasst uns das leben in unseren Gemeinden, dass der Herr die Mitte ist. Dass unsere Gedanken sich wirklich um Gott drehen, dass wir uns klar machen, dass die Gemeinde, über die wir hier reden, dass es Gottes Gemeinde ist und dass es nicht unsere Gemeinde ist. Und lasst uns als zweites daran denken, wer unsere Identität ist, an wem wir hängen, an wem wir existenziell hängen. Wenn wir den Herrn nicht haben, haben wir nichts, gar nichts. Und das Dritte ist, dass das Schöne ist, dass diese Beziehung, die wir zu Christus haben, eine Liebesbeziehung ist. Das lernen wir von Josua. Bevor er dann später in Kapitel 24 sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, davor kommt Josua 23, Vers 11. So habet wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet.